muss das nochmal sagen, warte. Wow! Und damit noch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stuck with 2-2 gegen 2. Terraner, jawohl! Zerg, jawohl. Doppel-Master-Gegner, das ist doch dufte. Lass doch irgendwas spielen wie Mars Reaper oder so. Ja, mach ich. Ich spiel Mars Reaper, mach ich. Damit rechnen sie niemals. Uns fehlen Mineralien. Ach, du kannst ja gar nicht holen. Was kannst du eigentlich? Ich kann auch nicht Mars Reaper spielen. Aber das Ranking-System funktioniert. Ja, es ist halt 2 gegen 2. Es ist halt separiert von 1 gegen 1. Separat ist denn? Separiert. Bei uns war letztens die Separieranlage auch kaputt in der Arbeit. Oh, unsere Separieranlage. Ja, das Ding heißt... Da saßen wir daneben und tranken unseren Wein und die Separieranlage funktionierte nicht mehr. Wir haben die, scheinbar haben wir die nicht sachlich genug behandelt. Und dann hat die einfach mal gesagt, ich will jetzt nicht mehr. Dann musste der Monteur, haben immer nur die Schlepper keine Energie mehr. Und dann musste der Monteur kommen und dann... Und dem war nichts zu schwören. Und dann hat sich der aufgeregt, weil der so teuer ist. Ja, hättet ihr mal lieber die sachlich behandelt. Hätten wir den mal lieber sachlich behandelt, genau. Lass mal irgendwie ein All-In spielen. All-In! Alles auf Riesen. Oh, jetzt geht das wieder los. Der Gurix hat aber heute auch wieder alle gegen alles irgendwas, ne? Immerhin ist mein Auto jetzt sauber, weil es hat geregnet. Jawohl. Hast du gerade rausgeguckt, oder? Das Fenster? Ja, tatsächlich habe ich das gemacht. Ja, der Gorix, der ist so ein krasser Dude. Aber man sieht das ja nicht, weil ich habe die Facecam ja zwischendurch ausgemacht. Also, wenn du rausgeguckt hast, hast du ja ausgemacht, dass man nicht sieht, dass du rausguckst. Vor ein paar Folgen schon, weil meine Nase lief. Energox will nämlich nicht, dass man sieht, dass ihn Stalker verfolgen. Also die Original, nicht die aus dem Spiel. Die Original. Der Grim Reaper ist reift. Was? Der Grim Reaper ist reift. Hast du gehört, Mensch? Nee, hab ich nicht gehört. Der Grim Reaper ist reift. Stefano spricht neuerdings für Zaroks Einheiten. Moin! Im Schwarmcluster ist eine neue Königin geschlüpft. Kill gekriegt. Die Marines kommen. Ich versuche zu fliehen. Tschüsskowski. Wie sieht's denn mit deinen All-In-Plänen aus? Ja, die sind auf jeden Fall komplett jetzt unmittelbar. Also die haben ja auch noch keine Echsen, wenn ich das hier richtig deute. Dann haben wir sowieso verloren. Das ist korrekt. Aber du wolltest ja mit deinem Reaper nicht scouten, was da für Gebäude stehen. Kannst du das mal machen? Ich hab aber geguckt. Also das lasse ich mir jetzt nicht unterstellen. Ich hab hast einen Cybercore gescoutet. Jetzt renn doch nicht mit deinem Reaper nach Hause, ja, und guck mal, was da für Gebäude stehen. Ich hab da ein Auge drauf geworfen, nämlich. So, du wirst ihn jetzt verlieren, aber das macht nichts, weil wir müssen sehen, was da steht. Ja. Factory 111. Das war ein guter Scout, Cyborg. Ja, wir sollten... Hast du irgendwie, bau mal was, damit wir vorne einen Turret haben, weil da könnten noch die T's kommen. Den habe ich voll bewusst verloren. Ich wollte nämlich scouten. Es war nicht so, dass ich überhaupt nicht auf den geachtet habe. Ja, dann baue ich da vorne schon einen Turret, nicht? Ja, mach das mal. Ich habe nämlich schon längst, was ein Turret bauen kann. Ich bin ich weiß, das habe ich gesehen. Ich hatte ja nämlich überlegt, ob ich gerade eine Evolutionskammer baue. Aber ich habe kein Tech-Lab gebaut, sondern drei Reaktoren. Du rennst vor allem gerade mit zwei Marines in den Gegner. Warum machst du das? Und da vorne sind nochmal zwei mehr. Ja, weil ich F2 gedrückt habe. Ich pumpe jetzt mal ein paar Roaches. Wie schmecken die denn? Ich pumpe ja die, warum sollte ich wissen, wie die schmecken? Ich probiere jetzt mal ein paar Roaches. Ja, Stim verzögert sich jetzt wegen dem Reaktor-Fauxpas von 83. Jetzt sehen die, wie toll ich um den Tower drum renne. Weil meine Linge verehren den so ein bisschen. Der schöne Tower von Babylon. By the Tower of Babylon. Oh, everyday. Ja, merkt, Zaug ist textsicher. Ich wollte gerade sagen, kann man ja sehen, wie textsicher ich eigentlich bin.
von diesen Overlords. Oh, ich kann ja Medivacs bauen. Mach das doch mal. Solltest generell Einheiten bauen, weil wir wollen ja gleich den All-In spielen, ne? Ich baue Einheiten. Da kommt aber sein All-In. Achtung, vorne. Links Stalkers. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich ganz viele Stalkers. damit hat er wirklich nicht gerechnet. So. Ich musste gerade die Widowmine triggern, das musste ich meine Wortfindungsprobleme auslösen. Zarok, warum bist du jetzt wieder einfach weggerannt? Ich dachte, dann ist vorbei. Aber nee, das ist scheinbar nicht vorbei. Das ist überhaupt nicht vorbei. Ich habe noch kein Stim, aber ich habe 1 Defense Upgrade. Das bringt zwar gar nichts, aber. Warum hast du Defense und nicht Offense genommen? Achtung, Widowmines, ich versuche sie vernünftig zu triggern. Hat er hier. Er hat, glaube ich, scan mal gleich. Ne, jetzt noch nicht, weil wir haben. Ja, geil! Ja, wir haben zu wenig. Aber die Widowmines sind tatsächlich tot. Also, ich hatte kurz gedacht, er hätte Tunneling. Wenn Stim jetzt dann durch ist, wenn der Fight vorbei ist, das wäre. Ne? Wer das? Ja, schrei mal nicht so. Aber wir haben das ganz gut gehalten dafür, dass es ein One-Base-All-In ist. Also, weil die haben immer noch keine. Ich habe gerade extra gescoutet und sie haben immer noch keine Echse. Das ist gut, wir sind einfach die überragendsten Spieler. Ich habe schon wieder gleich, zwei jetzt Reaktoren. Jetzt kommen hier Main-Base. Mit dem Hilton-Base. Bin gleich da. Gleich. Jetzt sofort. Also irgendwann demnächst. Aber ich habe Stim. Und der Rest rennt gerade zurück nach. Ne, da kommen Reinforcement-Stalker. Okay, jetzt Natural verteidigen, Zarok. Wie schnell soll ich denn laufen? Ich bin kein Marathonläufer. Dafür brauchen wir mehr Gas. Deine Truppen werden angegriffen. Und nicht die Hedge angreifen, die gehört, die ist verbündet. Bleiben Sie hier! Lass, bleiben Sie stehen! Ich geh mal wieder kurz in die Main, weil da wird jetzt wahrscheinlich hier wieder droppen. Für Kriecher. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. Was? Achso, das ist der Overlord nur. Das ist okay. Ja, scheiß auf Overlord und so scheiß. Und so scheiß, ne? Ich habe halt jetzt relativ viele Drohnen verloren, muss man leider sagen. Supply Block leider, muss man einfach mal sagen. Aber wir sollten gleich einfach mal gegen pushen. Wie ist ja, mal. Was Stim, ne? Und sowas? Ja. Und plus und 1er Defense, ich erinnere mich. Ich hab 1er Defense abgehört. Das ist. Hast du Geld über? 400. Ja, brauchst du die gerade? Ich würde halt Sachen bauen. Ich bin gerade so. Ja, du brauchst mal Sachen. Nee, ich geb dir jetzt. Hier, guck mal da. Der Rock hat da. Ich würde gerne. Dankeschön. Ich würde mich ganz gerne ein paar Dröhnchen noch bauen. Oh, jedes, denn jedes Dröhnchen, ne? Das hatten wir auch schon so häufig. Weiß ich nicht. Ja, das 1er Defense Upgrade, dann hat er hier richtig rausgerissen, du. Leck mir am Arsch. Ah, oh, du heilst meine Roaches, finde ich gut. Hey, Moment! We need our Heilfähigkeit for ourselves. Du hast aber fast private Medivacs für deine Marines, so viele wie du hast. Ja, das ist doch Faustregel in StarCraft. Jeder Marine braucht eine Heileinheit. Oder auch zwei. So, wir sollten jetzt mal pushen. Okay, irgendwie pushen. Ich hab Defense Upgrade. Ja, das hast du mir voraus. Dafür habe ich Road Speed. Das kann ich alles haben. Ja. So, da. Du. Da. Ich brauche Production. Was geht denn? Oh, wir haben den Gegner gefunden. Oder der Gegner hat uns gefunden. Ich eile. Langsam. Hinterher. Irgendwo ist eine Widowmine. Bin da. Gurix, Attacke. Ja, pass auf, der hat Blinkstalker, ne? Und Liberateur. Zwei sogar. Nicht in den Liberateur rennen. Nee. Ja, aber also du kannst das vielleicht sogar noch, aber mit meinem Roach ist das ein bisschen kacke. Das war der beste Blink ever von ihm. Lass mal kurz die Rocks rausnehmen. Dafür brauchen wir mehr Overlords. Jetzt auf den Gegner, weil er denkt, ich passe nicht auf. Ja, ich habe auch aufgepasst. Damit hat er nicht gerechnet, dass der Rock aufpasst. Ja, da kann man auch nicht mitrechnen. Nicht genug von diesen Overlords. Ja, das war ja bester Blink ever. Das war bester Blink EU. Lass mal durchpushen. Liberator kaputt, danke. Ja, das kann ich nicht. Ich hab Roaches. Ich hab den Liberator kaputt gemacht. Die Liberator. Also der Blink hat ihn tatsächlich getötet. Hätte er den defensiv genutzt. Bin ich da noch oben? Nicht mehr so viel, ne? Tank siegen gleich, ne? Ich hab einen Tank? Ja. Cool. Hab ich gesieged. Lebe ich noch? Ein bisschen, ne? Ja, du bist da ein bisschen eingedüdelt. Ich weiß, aber ich versuche die Stalker, die sind gerade auf Cooldown. Ja, das ist gut. Der Cooldown sollte auch inzwischen um sein, aber er interessiert sich nicht mehr für seine
Viechers. Achtung, der hat immer noch ein Force Field. Wir sollten nicht nur eine Lücke haben. So, das sieht doch gut aus. Ich habe kein Gas, ist egal. Ich hab mal. Leider heilt der Gegner ein bisschen viel. Ich hab mal alles auf eine Karte gesetzt. Ich hab nach oben gedroppt hier. Jetzt bin ich quasi drinne. Das ist gut, aber leider kam ich hier nicht weiter, weil alles von mir Medivex geheilt wird. Das macht nichts, ich bin drinne. Todes ist ja, ich habe auch viel Schaden gemacht. Also sind die Hälfte der WBFs ist mindestens schon gestorben da. Ja? Jetzt hat er dann Dingens aufgestellt. Todes hat jetzt ein Problem. Oh, du hast eine Goldbase gefunden mit einer Planetary. Das sind Wudermines. Hier, zu denen bitte, genau. Nicht wegrennen! Ich will in die Wudermines! Gut abgefangen, Gorix! Ja, aber wir hätten das viel besser haben können, wenn wir einfach vernünftig engaged hätten. Du kannst auch scannen, ne? Also. Oh. Ja, geil, jetzt habe ich aus Reaktion gescannt! Wir haben gegen die Master-Gegner gewonnen, Sarok. Ja, das waren Fake-Master. Die wurden geboostet. Ah, ich glaube nicht, dass es inzwischen noch geht. Master 3. 4500 da, MMR, das ist schon nicht... Deswegen hat der eine auch 58 APM. 12 zu 10 in der Master-Liga. Als Prodos. Der Sparta, oder wie meinst du? Nee, der Ronny. Der ist auch ich dafür, der heißt so. Das war auch nur im Team-Master, ne? Nee, der ist ein One-on-One-Master. Guck mal, der hat das gemacht, was ich gemacht habe, und die Wings of Liberty-Kampagne auf Casual gespielt. Ja, das sind auch alles Noobs. Master 3! Der ist Master mit Zufall, mit 31 zu 0 übrigens. What the fuck? Und verliert trotzdem gegen uns. Wahrscheinlich, ne? Die Season ist doch noch nicht gelockt, oder? Aber absteigen kann man natürlich nicht mehr. Aber er kann ja nicht zu null da sein, wenn er nicht vorher... Ach, das ist mir alles zu kompliziert. Er hat aber in den letzten Zeiten keine Matches gespielt. Was weiß ich, das war's für heute. Wir sind einfach klasse. Hier oben ist wirklich gut. Das ist recht von mir. Einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.